zum Tode von Joachim Streich. Talkrunde des 1. FCM vom April 2018. Er gehörte zu den ganz Großen im deutschen Fußball. Joachim Streich. In der Nacht zum Samstag verstarb der einstige DDR-Nationalspieler und Rekordtorschütze im Alter von 71 Jahren. Mit dem FCM wurde er allein dreimal FDGB-Pokalsieger und gehört schon lange zu den FCM-Legenden der erfolgreichen 70er-Jahre-Mannschaft. 102 Mal trug er auch das Trikot der DDR-Nationalmannschaft, für die er 55 Tore erzielte. Joachim Streich war in Interviews nie um eine Antwort verlegen und sprach immer geradlinig das aus, was er für richtig hielt. Herr Streich, ich kann mir auch vorstellen, dass man im Training richtig gut sein kann, aber wenn man dann sozusagen im Stadion ist oder so viele Länderspiele bestreiten muss, dann kommt der Druck dazu und dann ist man vielleicht nicht ganz so erfolgreich. Oder wie war das bei Ihnen? Sie haben ja durchaus das ein oder andere Länderspiel der DDR bestritten. Wie geht man mit so einer Drucksituation um? Ist sicherlich von einzelnen Typen abhängig. Grundsätzlich bin ich ein Typ gewesen, der ja von klein auf an gerne Fußball gespielt hat, der gerne spielen wollte, der mit 18 in die Oberligamannschaft gekommen ist von Hansa Rostock. Und egal, ob es Oberliga war, ob es Europapokalspiele waren, ob es Länderspiele waren, ich habe mich auf diese Spiele gefreut. Wenn ich das immer lese und auch höre in Interviews, Druck, Druck, ich hatte nie Druck. Ganz einfach, weil dafür habe ich trainiert, dafür habe ich versucht, meine Leistung zu bringen, um dahin zu kommen. Na, erst wollte ich in die erste Mannschaft kommen als Jugendlicher, dann wollte ich über die Nachwuchsmannschaften in Richtung Nationalmannschaft. Und wenn ich da war, dann war es für mich kein Druck, das waren Festtage. Wir haben uns hier, habe ich ja dann erst 75 mit Magdeburg erlebt, die Europapokalspiele. Ja, wenn wir vorher in der Jeans gekommen sind, Europapokal, wenn wir montags uns getroffen haben, hatten wir anschließend immer bei uns im Stadion gesessen. Das waren die Festtage. Dann ist man nicht in der Jeans gekommen, dann ist man im Hemd gekommen und viele auch mit Schlips, weil es was Besonderes war. Und das war für mich kein Druck, das war Freude pur. Ne, klar waren die Gegner stärker und wir sind auch ausgeschieden. Aber trotzdem, im Vorfeld habe ich nie Druck gespürt. Es war eine gewisse Anspannung da. Aber als Druck habe ich das nie empfunden, weil mir ganz einfach der Fußball Spaß gemacht hat. Und jetzt von Druck reden, bleiben wir in der heutigen Zeit stehen. Wenn ich zur Weltmeisterschaft fahre, kann ich nicht verstehen, weil das sind gestandene Leute, egal ob sie 20 oder 28 sind, die zig Spiele hinter sich haben und die sollten sich darauf freuen, was auf sie zukommt. Äh, 75.000 Menschen in einem Stadion, das hat Sie kalt gelassen, oder? Nein, nicht ganz kalt. Ich meine, das war im Halbfinale gegen Sporting Lissabon in Lissabon. Ich meine, wenn vor dem Spiel, ich war aufgeregt vor dem Spiel, muss ich ehrlich sagen. Stand ich auf den grünen Rasen, war die Nervosität weg. Da habe ich mich aufs Spiel konzentriert und da habe ich gesagt, okay, war natürlich 75.000 im Stadion, was da los war, kann man sich gar nicht bildlich vorstellen, muss man dabei gewesen sein. Das war eine tolle Atmosphäre, tolle Stimmung und ich muss sagen, die Stimmung, die jetzt in Magdeburg war, der Aufstieg in die zweite Liga, das letzte Spiel, waren immer Stimmung pur in Magdeburg. Die war damals eine andere Stimmung, aber heute haben wir Fans in Magdeburg, wo ich sagen kann, ich ziehe einen Hut davor. Nicht vor denen, die dann nach dem Spiel am Sonnabend auf dem Hasebachplatz die Unruhen gemacht haben. Das sind nicht die Fans, die helfen auch nicht dem Fußballclub Magdeburg. Ja, die helfen nicht weiter und das weiß der Mario, glaube ich, am besten. Der hat genug jetzt damit zu tun, glaube ich. Und ich sage nochmal auf die Frage zurückzukommen, 75.000, das war einmalig. Wir hatten gegen Schalke 04, gegen andere Mannschaften 45.000 in unserem alten Ernst-Grube-Stadion. Wer das noch kennt,
eine große Eisenbahn davor. Ich meine, es war auch hervorragend. Ja, und die Stimmung ist einmal. Bis vor dem Spiel war ich persönlich aufgeregt, habe mich dann aber, als ich auf dem Platz war, voll konzentriert auf das Spiel. Der Achim war da ein bisschen anders, der war ein Eisvogel. Ein Eisvogel? Der hat ein Eisvogel. Der hatte auch früher, wenn wir beim Training manchmal waren, Trainer, nicht so viel laufen, ich muss doch am Sonntag Tore schießen. Nicht so viel laufen, ja. Stimmt das, Achim, oder nicht? Da kann ich nicht zustimmen. Ich kann mich nur erinnern, wo ich 75 gekommen bin, bei Heinz Krügel gab es, ja, es war für mich so, von Rostock unter meinen damaligen Trainern nach Magdeburg war wie von, ja, vielleicht im Bergbau ist ja auch anstrengende Arbeit unter Tage. Das würde ich so mit Rostock vergleichen, mit meinen Trainern Horst Sass oder Heinz Werner. Kam ich zu einem Kuraufenthalt nach Magdeburg oder Heinz Krügel. Nein, dürfen Sie nicht falsch verstehen, wir haben auch trainiert. Aber es war für mich schon ja, ein bisschen entspannter. Bis auf bei Heinz Krügel gab es fast täglich das Spiel Alt gegen Jung. Ich war bei den Jungen. Und wer dieses Spiel dann überstanden hat, Alt gegen Jung, der hatte keine Angst mehr vor Punktspielen. Denn wenn die Jungen, wir hatten ja eine sehr gute junge Auswahl, Pomarenke, Töll, Hoffmann, Decker, das waren ja auch alles schon gute Oberligaspiele. Aber wir hatten ja auch eine sehr gute, etwas ältere Garde mit Zapf, Seguin vorneweg. Und da, wenn sie konnten nicht verlieren, und wenn sie zurücklagen, dann gingen sie mit den Ellbogen voran nach vorne. Also deswegen sagte ich, wer Sonnenspiele überstanden hat, wo bis aufs Messer gekämpft wurde, für den war ein Punktspiel eine Erholung. Darf ich dazu, Arim, darf ich dazu was ergänzen? Sollte die junge Mannschaft geführt haben, hat Heinz Krügel das doch immer noch hinbekommen, dass die Algen gewonnen haben. Ja, da hat irgendeiner ein besonders schönes Tor gemacht, das hat dann dreifach gezählt und dann hat er halt gewonnen. Das hat er schon irgendwie hinbekommen. Dem kann ich nicht ganz zustimmen. Also wir lagen nie hinten. Jetzt muss ich noch mal ausholen. Ich war 19 und damals war es ja so, dass in der DDR es ein bisschen länger gedauert hat, bis man ein Auto bekommt. Und das war so ein Privileg der Fußballer, dass sie halt eben ein bisschen eher an so ein Auto kamen, aber nicht geschenkt, sondern wir mussten das auch bezahlen. Ja, und da hatte ich mich dann angemeldet und wollte dann ein Auto haben. So. Das lief ja bei uns damals über mehrere Stationen, Bezirksleitungen, und die mussten das auch noch bestätigen. Es ging natürlich auch über den Trainertisch. So, und der Heinz Krügel, der hat das dann auch erfahren und hat mich dann einen Tag vorher, bevor ich mir das Auto abholen wollte, in sein Büro beordert und hat mir dann die Frage gestellt, hat er dann: Junger Mann, ich habe gehört, Sie kriegen morgen ein Auto. Ich sage, ja, was haben Sie denn für einen Wagen bestellt? Ich sage, in Wartburg. Mhm. Was fährt denn Herr Sparwasser für ein Auto? Ich sage, in Wartburg. Sie fangen mit dem Trabant an. Stimmt wirklich. Ja. Und es ist auch so gekommen, ich bin dann zur Auslieferungsstelle gefahren und bin dann mit dem Trabant nach Hause gefahren. Ja, es war so, das war Gesetz. Schön, man bestellt einen Wartburg und bekommt Ratzfatz. Ja, ich hatte Geld gespart, der war billiger.